Ich bin Lukas. Und ich bin Adrian. Und zusammen bewerben wir uns für Ninja Warrior. Wollen wir es energievoller sagen so? Ich finde das schon voll energievoll. Adrian und ich sind schon lange befreundet und trainieren auch viel zusammen. Unter anderem auch in meinem Garten. Der Profi. Letztes Jahr haben wir zusammen die Bewerbung gedreht, auch bei mir im Garten. Ich war bereits in Staffel 7 dabei, doch 2 Jahre später bin ich echt noch mal besser geworden. Jawohl! Mich kennt man bereits aus der 8. Staffel von Ninja Warrior. Dort konnte ich direkt in Stage 3 einziehen. Dort bin ich leider dann relativ früh raus an den schwingenden Leisten. Deshalb habe ich mir dieses Hindernis direkt in meiner Trainingshalle nachgebaut. Sehr gut, Lukas! Let's go. Zusätzlich sind wir auch oft zusammen auf Ninja-Turnieren. Wir waren auch schon in anderen Ländern unterwegs wie Belgien. War das in Belgien? Nein, das war die Schweiz. Wie in der Schweiz. Das ist witzig, das nehme ich rein. Ich habe wirklich seit Anfang an meine sportliche Reise mitdokumentiert, um die Leute da draußen zu inspirieren. 2023 habe ich dann Abi gemacht und bin danach nach Köln gezogen, um einfach mit meinem Team, anderen YouTubern, Videografen und Cuttern zusammenarbeiten zu können. Ich bin beispielsweise in Köln mitten in die Innenstadt gegangen und habe dort mit fremden Leuten über 1500 Liegestütze gemacht. Come on, let's go! Liegestützen, macht alle Liegestützen! Und es funktioniert! Das war gar nicht so leicht, die Leute dazu zu motivieren. Aber ich will einfach, dass die Welt mehr Sport macht. Als wir angefangen haben zu trainieren, waren wir beide noch etwas schlechter und ich würde sagen auf einem Level. Inzwischen hat Lukas so viel trainiert, dass er echt ein Vorbild für mich geworden ist, was den Ninja-Sport angeht. Und ja, ich gucke mir manche Sachen von dir ab. Ja. Über das Jahr habe ich natürlich immer weiter trainiert und für nächstes Jahr gibt es nur ein Ziel, den Mount. Episch. Staffel 9 dieses Jahr, ich im Finale.